Der Markt ist vieler toller Gelegenheiten. Und bevor wir jetzt gleich den DAX angucken und eine Gelegenheit dort, ein Wort des Dankes an euch, an all die vielen, die den Trade des Tages mitverfolgen, die ein bisschen Spaß daran haben, unsere Trades hier ein wenig genauer zu beleuchten. Wir haben vor kurzem jetzt Gold einen schönen Trade gehabt, JP Morgan beispielsweise. Alles Trades, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Aber natürlich läuft auch nicht jeder Trade gut. Wir hatten in der Vergangenheit auch immer wieder mal Situationen, wo man ausgestoppt wird. Das gehört einfach mit dazu. Ich freue mich aber sehr, dass so viele das Ganze eben mitverfolgen. Dann macht es umso mehr Spaß, hier auch unsere Trading-Ideen da komplett mit den entsprechenden Marken reinzustellen. Deshalb nochmal einen ganz herzlichen Dank. Das, was ich euch jetzt zeige, ist wahrscheinlich zu kurzfristig, um es im Trade des Tages zu verewigen, denn im 5-Minuten-Chart, das kriegen wir nicht schnell genug da reingegossen. Aber trotzdem will ich euch das an dieser Stelle mal vorstellen. Nämlich hier haben wir beim DAX ja immerhin die Situation relativ schnelle Abwärtsbewegung und jetzt aktuell zumindest mal etwas, was klar nach oben geht, aber im Moment eben noch nicht so richtig schockt. Eigentlich die Trendrichtung aber nochmal aufnehmen sollte, also in diesem Fall die Abwärtsrichtung. Und das würde zumindest mal passen, also die Idee hier durchaus eher auf der Abwärtsseite nochmal. Aber das Ganze passt auch in das übergeordnete Bild und das haben wir ja sowohl hier in den Videobeiträgen immer wieder gebracht oder Trades wie diese dann natürlich gerne auch dann im Trade des Tages dann verewigt. Also hier mal ganz grob die Abwärtsseite, da gibt es ein bisschen andere Zählweisen auch nochmal, das soll es jetzt hier aber nicht unbedingt sein. Wichtig ist eine starke Abwärtsbewegung und was wir hier hatten, war im Wesentlichen eine Bewegung, die sehr vereinfacht mal gesprochen irgendwie so aussieht. Hier hinten nochmal 1, 2, 3, 4, 5 und damit eigentlich dieses klassische Zickzack-Verhalten. Vorne hoch, Korrektur, hinten hoch und das wäre eigentlich hervorragend geeignet, um damit ein Ende zu finden. Das ist aber nicht gesagt, nicht nur, weil diese Formation hier eben auftritt, muss der Markt drehen. Es ist nur dieses klassische Schub, Korrektur, Schub, was wir ja immer wieder sehen, was wir ja hier im Kleinen unter anderem auch angesprochen haben. Das würde aber in ein größeres Bild sogar münden. Denn wenn das hier jetzt wiederum so eine Abwärtsbewegung gibt, dann sieht das so aus, als ob das hier das Gleiche werden könnte, was wir da haben. Das kann ein bisschen flacher laufen, ein bisschen steiler verlaufen, aber es würde unser Problem, in Anführungsstrichen Problem, lösen, was wir hier aktuell haben, nämlich die Überlegung, dass wir hier nochmal runterkommen sollten. Das wäre hiermit immer noch abgedeckt. Aber noch nicht zu früh freuen, sondern tatsächlich auf eine Bestätigung warten. Und Bestätigungen können beispielsweise Brüche von Zwischentiefs sein, das ist zugegeben sehr weit entfernt, oder das, was wir jetzt im Moment gerade bekommen. Auf einer kleinen Ebene kann man vielleicht das hier sogar hier erkennen und das könnte quasi sowas wie der erste Teil so einer Abwärtsbewegung sein, anschließend dann wieder eine Korrektur und die wiederum gäbe uns dann den nächsten tollen Hinweis, um reinzukommen auf das letzte Zwischentief. Ihr seht, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, natürlich nicht nur beim DAX, das gibt es auch bei den anderen Indizes, beim amerikanischen Markt beispielsweise. Beim DAX ist das jetzt gerade etwas, was uns hier vor Augen schwebt und eigentlich in dieses Bild passt. Vorsichtig aber, nicht nur weil etwas passt oder schick aussieht, muss es genauso kommen. Deshalb bitte, bitte immer unbedingt bestätigen lassen durch solche Brüche oder wem das zu kurzfristig ist, durch solche Brüche oder wem das zu langfristig ist, durch gegebenenfalls solche Brüche oder auf noch kleineren Zeitebenen. Also ihr seht, es gibt immer wieder diese Situation auf ganz, ganz verschiedenen Zeitebenen. Sucht euch raus, was da für euch ein passender ist. Wir haben aktuell welche auch bei den Währungen. Das kann sein, dass einer davon heute noch der Trade des Tages wird. Auch ein paar Aktien, die wir dann nochmal auf dem Plan haben. Nur mal einfach, dass man sieht, was da alles ist. Es gibt so viele verschiedene Titel. Einige sind ganz, ganz bekannt. Ich weiß, viele achten natürlich auf die Highflyer, wo man sagt, na, was ist denn eine Facebook im Moment, eine Apple, was ist eine Tesla aktuell? Aber es gibt auch ganz, ganz viele ganz tolle Signale auf den Nebenwerten, die wir natürlich im Trade des Tages nicht so häufig bringen, denn ich weiß, das ist nicht ganz so beliebt. Die Interessen gehen natürlich eher auf die großen Titel, das ist mir natürlich auch klar. Also, dementsprechend, letzter Blick nochmal einmal nach Amerika. Was macht der Nasdaq aktuell? Der hatte ja hier diesen deutlichen Anstieg. Das, was wir hier hatten, aktuell jetzt gerade in diesem Korrekturmodus. Und da werden wir jetzt sehen, ob das tatsächlich dieses Korrekturverhalten nochmal wird, so ähnlich wie wir das hier ja auch schon hatten, was dann wiederum für eine Aufwärtsfortsetzung nochmal spricht. Wie geht denn das? DAX runter, Nasdaq nach oben. Naja,
Sind wir mal ehrlich, wir haben in den letzten Wochen ziemlich viel Eigenartiges gesehen, dass die Märkte unterschiedliche Richtungen da einschlagen. Warum soll das nicht auch hier nochmal sein? Und wenn es auch nur befristet ist, denn auch der Nasdaq hat eigentlich hier ein sehr, sehr typisches Bild. Und die Frage, wie weit geht denn das noch nach oben, bis dann der Markt wirklich mal ein bisschen nach unten kippt? Das muss ja kein Drama sein, sondern einfach nur mal eine kleine Erholung. Das haben wir ja immer wieder mal auch beim Nasdaq. So, in diesem Sinne euch jetzt alles Gute, ein wunderschönes Wochenende, viel Spaß mit den Märkten. Ich hoffe, ich habe ein paar Ideen hier schon mal gegeben. Wer noch mehr will, guckt sich den Trade des Tages an. Und schaut dort unsere konkreten Marken. Passt es sich natürlich gerne auch an. Wer mag, darf die natürlich variieren. Das soll ja nicht so sein, dass unsere Variante die einzig sinnvolle ist. Aber ich denke, da lässt sich immer was Gutes finden. In diesem Sinne, ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.